Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Warum habe ich eigentlich dieses Logo? Das habe ich noch nicht eingestellt. Doch, habe ich gerade, glaube ich, eingestellt, ne? Ich habe gerade alle Sachen der IEM Katowice verteilt. Ich habe Also der eigentlich auch War Chest. umgestellt, aber das hat nicht mehr reagiert. Allerdings bin ich nicht bei allen fertig geworden. Das heißt, ich habe nur die Hälfte der Sachen eingestellt. Und scheinbar war eins das Porträt. Hast du aufgepasst, was ich als Rasse eingestellt habe? Das ist irgendwie fishy hier. Du bist Zufall, steht oben rechts bei mir. Also alles regulär. Ja, weil ich bin schon wieder Prolog. Was heißt denn schon wieder? Das ist doch die erste Folge heute. Ah! Nein, es gab nicht Versuche, in denen wir uns gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Sowas würde ich doch nie nicht veröffentlichen oder so. Der Boxkampf wird ausgestrahlt am 3.4. Der große Boxkampf. So, was mache ich denn? Protoss, Terraner sind die Gegner. Dann spiele ich keinen Nexus First. Das könnte schlecht werden. Warum Wall ich eigentlich? Naja, hier kommt Wall. Wall ist immer gut. Du bist auch Protoss, ne? Ja. Musst du das Spiel denn jetzt schon forcen, dass man Protoss als Fall spielt? Wieso sind alle Protoss oder was? Hast du gerade Warp-Knoten gesagt? Nee, Terraner. Nee, ich glaube nicht. Ich habe irgendwas anderes gesagt. Ich weiß aber nicht mehr was. Vielleicht habe ich auch Warp-Knoten gesagt. Auf jeden Fall habe ich einen gebaut, einen guten alten Warp-Knoten. Ich finde Warp-Knoten gut. Jetzt ist der offizielle deutsche Name, kann ich nichts für. Ja, Verteidigungsmodus, ne? Ja, der Falke, ja. Double Gas beim Terraner. Ich habe beim Protoss übrigens das Gas geklaut. Könnte sein, dass er wütend für uns, auf uns ist. Aber bei dir klaut er nichts. Das ist alles nur geklaut. Eyo, eyo. Das ist alles gar nicht meine. Oder? Weiter kenne ich das Lied, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. So. Zack. Ah, da war es wieder. Das gute alte Zack. Ich habe noch keinen Zack-Sound auf dem Soundboard, aber ist ja auch egal, weil. Und auch kein Zack-Emote für 4,70 Euro. Kann ich ja nicht. Man kann ja nur einen Emote haben als Affiliate-Partner. Beziehungsweise die anderen nur für 9,99 Euro und 24,99 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich irgendwie ein bisschen. Willst du sagen, das ist dir zu teuer? Ja, ich muss das ja nicht bezahlen, das müsste dann der Zuschauer bezahlen. Aber allein das anzubieten, finde ich ein bisschen. Also zumindest aktuell nicht gerechtfertigt. Mama Robo-Opening. Mama ein, Papa ein. Währenddessen haben wir nicht vergessen, eine Einheit zu bauen. Nee, das gehört so. Solltest du übrigens vorne auch zumindest ein Pylon haben, damit wir da Shield Batteries bauen können. Jeweils eine. Meine steht schon. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Finde ich gut. Du musst nach unten gehen. Nächstes Mal werde ich, wenn ich Protoss bin, Fliegenstalker spielen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Stimme versagt. Das ist schlecht. Aber morgen habe ich wieder Uni. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich. Hier. Okay. Du warst voll abgehakt, ja. Aber egal. Aufs Turnier habe ich gesagt. Ach, aufs Turnier hast du gesagt. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Da versagt deine Stimme bestimmt nämlich gar nicht. Ja, ich bin gespannt. So, Pilot. Pilot. Jetzt habe ich das Lied im Kopf. Das ist nicht so gut. Ich mache jetzt mal zwei Sentries. Ich habe so viel Gas. Du kannst auch auf jeden Fall zwei Observer bauen und die taktisch positionieren. Ne? Auch vielleicht in Dropwege, dann vielleicht auch so vier Observer oder so. Sowas Verrücktes. What? Aber ich könnte mal hier hinten so einen Pylon hinbauen. Wow, ganz viel Gold. Was? Oh, ganz viele Gates nicht ausgeklappt bisher. Wobei meine konnten auch noch nicht ausklappen. Okay, das ist regulär, aber es ist ein vor vier Gates. Und eine Twilight. Ein vor vier Gates, willst du sagen? Und eine Forge. Kennt man ja den Bild. Warum die Forge? Weiß ich nicht, die upgradet auf jeden Fall. Ist jetzt erstmal nicht so schön, ne? Ich habe auf jeden Fall schon 9 Kills. Mit dem 10. Reaper.
Einen mit dem Oracle. Oracle? Genau, ein schönes alles Oracle. Hallo, mach doch mal an jetzt hier. Mach mal hier so ein Pfeil hin, das kann gefährlich werden. Ja, nicht jetzt. Ich muss gerade mit meinem Oracle was töten. Wir sollten irgendwann mal einen Wettbewerb einführen. Wer kann das Wort Oracle am schönsten aussprechen? Ich glaube, es wird Guillermo sein, aber... Natürlich! Oh, da kommt bald! Das ist dein Oracle. Ja, Zarok. Kommt immer Herzrasen von meinen schönen Oracles. Eins ist übrigens gestorben, aber... Wie kannst du das zulassen? Oh, da kommen sie! Was kommt denn da? Zealots. Zealots. Oh, ich hätte da vielleicht mal einen anderen Pylon. Oh, nice. Du wirst aber gedroppt, ne? Du wirst aber gedroppt, ne? Du wirst aber gedroppt, ne? Habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Oh. Okay, ich war zu langsam. Da kommen die Zealots. Aber das ist eine schöne Position eigentlich. Du wirst übrigens auch jetzt gleich gedroppt. Ja, ich weiß. Aber ich komme nicht schnell genug zurück. Es ist vorherbestimmt. Nein, jetzt rennt doch nicht alle wieder weg, Einheiten. Was macht ihr denn hier? Der Drop war sehr unschön. Muss man jetzt einfach mal so deutlich sagen. Ja, aber auch nicht so wild. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauen können. Einfach weil die Immortals bauen, Sarok, und alles ist gut. Oh, ich habe ja ganz viele Props hier. Nein, tötet den doch. Unser Gegner versucht, einen Pylonen zu zerstören. Ich wusste gar nicht mehr, dass er noch lebt. Das Zeitfenster ist. Bleibt scheinbar auf Dingens, auf Zealots. Er hat auch schon seine Charge, ne? Ja, dann soll er mal unchargen. Uncharge 3. Ich kann der Schaden so machen! Ah, die ist immun. Wo sie kommen hier? Oh, das ist aber nur ein Zealot, da brauchen wir gar nicht so einen Aufwand machen. Oh, Disruptorchens. Natürlich. Natürlich, sagt er. In der Mitte, 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 Mitte. Unsere Basis wird in die Basis unserer Verbündeten. Disruptor Shot. Oh, schade. Aber fast. Ich habe so schnell reagiert, wie mein Spielstil da eben zulässt. Ja, das habe ich mir gedacht. Tut mir leid, aber ich hab's. Man kann mir nicht vorwerfen, ich hätte es nicht versucht. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas. Währenddessen bin ich nur 8 Minuten Supply blocken, kann ich voll in 10. Das ist doch schön. Hast du eine dritte inzwischen? Ich nehme mir sogar eine dritte. Disruptor vielleicht? Nee, nicht jetzt. Aufpass mit dem Disruptor nicht. Wenn du die zu weit schickst, dann hast du gleich ein Problem. Also nicht weit genug, vielmehr. Damit zum Beispiel, Zarok, das meinte ich damit. Jetzt hast du nämlich die Hälfte deiner eigenen Armee gesprengt. Ja, aber das war ja... Wahrscheinlich ohne es zu merken. Nee, das habe ich schon gesehen. Ich hab das voll drauf gehabt. War hier nicht ein Drop irgendwo? Nee. So. Das ist ein Tank. Er tankt von unten. Aber die sind immer noch One-Base, ne? Wir sollten vielleicht einfach nicht so viel auf 3-Base gehen. Einfach auf Defense setzen. Boah, ich muss irgendwie weiter weg von Zarok. Der springt gleich mit den Disruptoren alles in die Luft. Oh, der Disruptor! Nein! Der fährt nicht zurück! Ja, jetzt haben wir wenigstens schießen sollen. Jetzt auch. Oh, nicht doppelt schießen. Nie doppelt triggern lassen. Will ich nur baiten.
Habe ich jetzt eigentlich High Templar mal gewarpt? Nö. Der kommt übrigens, ne? Ja, kommt schon, sag ich immer. Wow, die Tees. Haben wir. Observer zurück, bitte. Observer zurück. Er sieht jetzt die Tanks unten auf. Vielleicht sollten wir selber einfach unsere Rocks rausnehmen und von der Seite kommen. Ich glaube, ich mache das mal gerade. Aber die sind ja schon offen. Ist ja nicht auch irgendwie mal was gebaut, vernünftig hier? Der Richtung? Warum auch? Oh, nicht da rein schicken lassen. Warte doch, bis ich auf der anderen Seite wenigstens ankomme. Warte eben noch. Oh. Okay. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich hab rausgetappt. Ist egal. Jetzt, also du wirst angegriffen. Gut, dann komm ich von hinten. Nein, nicht ablenken lassen, Einheiten. Ja, die Hälfte meiner Armee hat sich leider ablenken lassen von Reinforcements, aber hätte schlimmer kommen können, glaube ich. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Ich bin ja noch da. Und kann den Rest eben clearen. Du hast dich geopfert, sehr nobel von dir. Ja gut, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich teilweise wieder selbst zerlegt habe. Ja, deshalb habe ich dir gesagt, bau bitte keine Disruptor. Vor so ein paar irgendwann Folgen. Muss ich das ja mal machen. Muss ja. Och, eigentlich. Ich meine, ich spiele ja auch keine Ghosts, ne? Oh, ich habe ja noch ganz viel. Warum steht das da hinten? Naja, ganz viel ist übertrieben. Ein bisschen. Oh, mein Mob-Prisma lebt ja noch. Das ist ja nice. Aber jetzt ist die Zeit, das Koloss-Upgrade zu nutzen. Oh, wir sind beide so schlecht. Ich bin der beste Spieler der Welt. Ja, stimmt, das habe ich schon wieder fast vergessen. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, du sagst, nee, das ist ja der Bonschwammer. Ja, das brauche ich ja nicht sagen. Das enttäuscht mich. Aber das überrascht auch keinen. Von daher. Das stimmt. Ich habe viel zu wenig Gateways übrigens. Ich habe gerade ein paar nachgebaut. Wir sind aber ganz scheiße im Spiel, ne? Nö, überhaupt nicht. Wir sind gut im Spiel. Wir sind überhaupt nicht mehr im Spiel, das ist gut. Oh nein, mein Ding ist gestorben, das ist schade. Der hat übrigens keine Aufklärung. Ich weiß, ich war mit den Tees bei ihm drin. Ich bin, um genau zu sein, mich immer noch mit den Tees in der Armee des Gegners. Also, das letzte Spiel hat uns quasi so fertig gemacht, dass wir jetzt gegen die ganzen Loot spielen müssen. Ne? Jo, sollen wir jetzt mal angreifen vielleicht? Ja, eigentlich. Ja, mal. Oh, du hast ja auch gute Upgrades. Warte, ich hab 1-0! Ja, das war auch ironisch gemeint. Die haben übrigens auch Ghosts, ne? Wir sollten mal pushen, bevor die gleich mich komplett, wo rennst du eigentlich schon wieder hin? Ich hab mal kurz nachgeworfen. Machst du den Gjormund oder was? Wobei, den Gjormund machen ist inzwischen auch ein sehr, sehr breiter Begriff geworden. Entweder vergisst man Warpgate. Also eigentlich steht es inzwischen... Nein, das sag ich jetzt nicht. Sorry, Gjormund. Oh, Arschens! Oh, ich habe mich komplett selbst gestormt. Ist das ist aber jetzt auch... Du hast mich auch gestormt! Nein, das war ich nicht. Das war der Gegner. Ach so. So schlimm bist du doch noch nicht.
Na, GG, well played, das war eigentlich ziemlich scheiße von uns. Ja, das stimmt. Oh, du hast den Meister der War Chest errungen. Herzlichen Glückwunsch. Katowice, 2018 War Chest Master. Boah, was ist das denn für ein Skin? Der Ur-Overseer ist ja mal ur-mäßig. Der Ur-Overseer? So. Im Hintergrund im Fernsehen, Nergorix. Was macht denn mein Viking hier? Was? Alles klar, und damit würde ich sagen, was für die heutige Folge. Was können wir noch machen? Viking